Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video habe ich vor, Ayran mit Cola zu mischen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, als erstes schüttel ich den Ayran. So, fertig geschüttelt. Oha! Jetzt wird der Ayran in das Gurkenglas geschüttet. Und jetzt werde ich die Cola dazu tun. Die Cola hat leider keine Kohlensäure mehr, deswegen kann ich die nicht mehr so trinken. So. Das hier ist das Ayran-Cola-Gemisch. Mal schauen, wie es schmeckt. Also riechen tut das schon mal überhaupt nicht gut. Boah. Also wenn die Cola noch Kohlensäure ein bisschen gehabt hätte, dann wäre es noch gegangen. Aber so nur die pure Cola ohne Kohlensäure und mit dem Ayran, das schmeckt echt sehr räudig. Boah, ungenießbar. Und jetzt werde ich noch Action dazu tun. So, unten setzt da schon ganz schön weiße Farbe an. Also das sieht schon eklig aus und schmecken tut es bestimmt auch mehr als eklig. Mal gucken, wie das schmeckt. Ja, jetzt kann man das ein bisschen besser trinken. Also das Ayran Cola Action Gemisch, das kann man immerhin noch ein bisschen trinken. Boah. Es schmeckt zwar immer noch eklig, aber man kann das jetzt schon immerhin schlückchenweise trinken. Boah. So, ich glaube, ich hole mal schnell irgendwas, um es umzurühren. Ich habe hier ein Messer, damit werde ich das jetzt umrühren.
Ich hätte es besser nicht umrühren sollen. Denn jetzt, wo es umgerührt ist, schmeckt das noch ekelhafter. So, das war mein Experiment. Ayran erst mit Cola mischen und dann noch Action dazu tun. Was haltet ihr von solchen Experimenten? Schreibt es in die Kommentare. So, das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.